Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Zeit für Freunde mit Sims 4. Und wir gehen jetzt gleich auch rein zu unseren drei Grazien, sage ich jetzt einfach mal. Der Tanja, der Candy und der Yuki. Yuki ist ja momentan unterwegs in irgendeiner Villa. Und ich wollte euch jetzt einfach nur mal ganz kurz noch Windenburg eigentlich vorstellen, beziehungsweise auch ich habe mir eigentlich gesagt, dass wir hier mal so einiges besuchen sollten. Also wir selber wohnen ja quasi hier, das heißt also ganz in der Nähe von dem Stadtkern, will ich es mal sagen. Hier haben wir eine Party People wohnen hier bei uns in der Nähe. Was das ist, weiß ich gar nicht, doch das ist ein Haus, das ist auch noch eins, das unbesetzt ist. Da haben wir die Villa von Gallenstein. Sieht aus wie eine Bücherei. Dann hier hinten, weiß ich gar nicht, was ist das? Hallo? Komm, sag mir. Heim des Narwals. Das ist der Nachtclub. Ach, das ist das, wo wir, glaube ich, schon mal zumindest genau, wir waren in diesem Café Frisch Brise. Da war Yuki mit den Avantgardisten. Und hier, Entschuldigung, haben wir noch die Bar, altes Inn. Dann hier hinten haben wir die alte Ruine. Da könnten wir eigentlich auch irgendwann mal hingehen. Das könnten wir im Grunde noch zu Fuß ja eigentlich schaffen. Wobei wir sogar hier, wenn wir hier über diese Brücke rein theoretisch gehen, ja, dann können wir auch zu dem Fitnesscenter hier gehen. Was haben wir hier noch? Nochmal ein Nachtclub. Hier haben wir nochmal ein Café Hase und Igel. Dann den Hasenbau, ein Park. Und Haus der Gezeiten, ein Pool. Da würde ich gerne also mal heute vielleicht hingehen. Mal gucken, ob wir es hinbekommen von der Zeit her. Und hier bei der Familie Villarreal, da ist momentan unsere Yuki. Und deswegen wollte ich einfach mal ganz kurz gucken, weil wir können das doch mal kurz hier uns vorstellen lassen, die ganzen Leute. Also das ist, schätze ich mal, der Vater. Er ist ein Staatsfeind, auch ganz toll. Er ist kindisch und wahnsinnig und ein Genie. Super. Und unser Hugo, das ist ja der Freund jetzt von Yuki, also nicht fester Freund oder so, sondern einfach nur, weil er genauso auch bei den Avantgardisten ist. Er ist Teenager, er ist ein Meisterkoch, wow, weil er ist sowieso ein Genießer und Einzelgänger. Naja gut, dann die Schwester, die Luna, sie ist eine Freundin der Welt und sie ist kindisch und romantisch. Okay, und dann haben wir noch den kleinen Max. Max ist ein kleiner Frechdachs und auch noch böse. Na super, da sind wir aber in der richtigen Familie. Hier haben wir noch die Familie Bro und da haben wir unseren Joan Quinn. Den kennen wir ja auch schon, also der wohnt hier drüben. Sergio, Sergio, der möchte herrlich reich werden oder sein, wie auch immer. Das wäre vielleicht mal was für irgendjemanden. Für Tanja wäre Sergio doch was. Oh, wir müssen unbedingt mal zu Joan Quinn nach Hause. So, dann haben wir hier noch ein leeres. Dann hier sind die Bjergsen, davon kennen wir auch schon die eine oder andere. Ich glaube, sie war irgendwie auch in so einer Social, was auch immer, Gruppe. Dann er müsste, glaube ich, in der gleichen Gruppe sein wie Tanja. Und dann haben wir noch die Sophie, die kenne ich, glaube ich, noch nicht. Das ist ein Teenager. Und die kleine Elsa, die kennen wir von der Legacy Challenge her. Die ist bei der Abenteuergilde oder so ähnlich dabei. So, dann bei den Klippen, da waren wir schon mal. Was haben wir da hinten noch? Familie Fyres. Genau, Fyres, da kennen wir ihn hier von Candys Gruppe, meine ich. Dann Moira, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Siofan, sie müsste Teenager sein. Nee, junge Erwachsene bereits, okay. Und Morgan, die sieht ja auch hübsch aus. Okay, wen haben wir noch? Ganz kurz, die Bar, das blökende Lama. Die Freigeister sind dort hinten. Sie kennen wir, glaube ich, auch noch nicht. Ulrike Faust. Aber die Maike, die kennen wir schon. Und Familie Munch. Ihn kennen wir natürlich. Ich weiß gar nicht, ob die verheiratet sind. Das sieht man hier, glaube ich, leider nicht. Den Wolfgang Munch, der müsste doch, glaube ich, ach Gott, der ist auch noch Staatsfeind. Oder auf dem Weg dahin.
Und ich glaube, das war der Ritter bei Jukis Gruppe. Und der kleine Lukas. Okay, und da hinten haben wir noch die Gärten des Chalets. Und da waren wir in dem mit den Heckenritter drin. So, jetzt gehe ich aber wirklich rein zu uns. Und hier, oh ja, wir waren doch hier mit unserer Yuki gerade unterwegs. Also gehen wir da dann auch nochmal direkt rein. So. Okay. Dann schauen wir einfach mal. Es ist schon zum Abend hin. Wow, wow, wow. Wo ist sie denn, unsere Yuki? Yuki spielt mit der Luna, heißt sie, ne? Okay. Also versuchen aufzumuntern. Ich weiß gar nicht, warum sie so genervt ist. Verrückten Plan vorstellen. Gnadenlos ärgern. Naja, gut. Über Eltern beschweren und so weiter. So, ich spule jetzt mal vor. Ich glaube, der Hubert heißt der. Hubert, oder? Der, und auf. Der Hubert, der ist jetzt gerade babysitten oder so ähnlich. Na gut, also sie hätte jetzt gleich bald Hunger und müsste mal hygienisch irgendwas tun. Das heißt also, ich verabschiede mich mal am Samstag um 21 Uhr von Familie, wie heißt die auch noch? Vila irgendwas? Und gehe nach Hause. Okay, komm. Dann, achso, das müsste ich vielleicht mal ganz kurz. Und dann gehe ich nach Hause. Komm schon. Da ist ein Wunschbrunnen. Echt jetzt? Oh, ich kann den aber nicht anklicken. Kann man den Wunschbrunnen mäßig nie anklicken? Yuki. Oh, verdammt. Was ist denn los? Ich habe doch gesagt, du sollst nach Hause gehen. Die will nicht aufstehen, verdammt. Warum bist du traurig? Hast du verloren? Lama am Boden zerstört. Was für eine Blamage, denn sie muss nicht nur mit der Schande fertig werden, sondern auch noch die Stöckchen aufsammeln. Oh Gott. Wie lange bin ich traurig? 3 Stunden. Na, super. Ah, wir sind befördert worden. Candy, yay. Sie ist jetzt C-Bromi, hat 541 Bonus bekommen und einen Teppich Sim-Idol. Immer noch 17 bis 23 Uhr. Okay, so, ich spule mal ein bisschen vor. Ich weiß gar nicht, wo gehst denn du entlang? Da entlang, okay. Und dann irgendwie durch die Pampas, okay. Na gut, also jetzt gehen wir nach Hause. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen mit Yuki einfach unterwegs gewesen. Wir müssten ja vielleicht mal ein bisschen uns mit der Tanja auch mal beschäftigen und mal gucken, was sie eigentlich möchte. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. So. Oh mein Gott. Okay, also du darfst jetzt erstmal hier auf die Toilette, dann darfst du eine erfrischende Dusche nehmen und kannst dir was aus dem Kühlschrank dann auch noch holen. Vielleicht zum Beispiel ein Rührei zum Abendessen, warum nicht? So, meine liebe Tanja, was ist mit dir? Du musst... Ah, oh Mann, du musst doch noch malen. Hätte ich denen was sagen sollen, gell? Oh, an Sammler verkaufen. Wir hatten da irgendein abstraktes, interessantes Bild. Ja, gemalt. Und unsere liebe Candy, die ist im Grunde müde. Na, das ist auch schön. Und... So, wartet mal. Einfach die Tanja... Die darf jetzt nochmal ein sehr abstraktes, großes Gemälde machen wir mal. Heute ist Sonntag. Sonntag hat sie frei. Also wir malen und dann unternehmen wir mal was mit der Tanja. Und Candy, wo hast du denn schon wieder deine Gitarre hin? Warum räumen die eigentlich ständig ihre Gitarre wieder rein? Das ist echt krass. Naja, okay, sie will unbedingt schlafen gehen. Dann soll sie das tun. Ich gucke mir mal unser Geschenk an. Teppich Sim. Ja, okay. Vor dem Zimmer würde ich das jetzt auch hinmachen. Was haben wir denn da? Ein Hüttenverschlag. Wo haben wir denn den gelassen? Und das könnten wir auf irgendein... Ja, das können wir noch hier mit draufstellen. Ich glaube, das war... Oder? Oh, warte mal. Passt das hier rein? Hm. Aber hier rein. Hey, super. Oh no. So. Jo. wartet mal. Ich muss mal gerade gucken. Es ist ja sowieso nicht so toll, dass man hier mal durchgucken kann. Wobei ich es teilweise ganz toll fände, wenn man sie hoch und runter machen könnte.
Na, ich lasse es einfach so. Es ist okay. So, meine liebe Yuki, du isst gerade was. Oh, wir haben einen Surferblattfrosch mit dir gefunden. Ich habe jetzt leider hier nicht so viel Platz, dass wir das ständig irgendwo aufbewahren könnten. Ich meine, wir könnten natürlich irgendwann mal überlegen, ich zeige nur mal ganz kurz, irgendwann hier nach unten zu gehen, weil wir haben ein riesiges Grundstück und theoretisch könnten wir hier unten ein Sammlerzimmer zum Beispiel schon machen. Also das wäre theoretisch möglich, aber das ist jetzt hier einfach noch nicht wirklich mein Ziel. Also wir sammeln einfach. So, du könntest dich gerade mal ein bisschen umziehen. Was hast du eigentlich für eine Ausgeklamotte an? Warte mal, ich möchte es mal ganz gerne sehen. Komm schon, zeig mir. Ah, und die andere Ausgeklamotte? Party 2. Habe ich das erst zweimal? Habe ich dir das zweimal gegeben? Das ist ja doof. So, fortsetzen. Da muss ich nochmal reingehen. Aber das mache ich jetzt nicht. Aber das muss ich nochmal irgendwie ändern. So, mein liebe Yuki, du darfst dann... man kann um die Zeit niemanden anrufen. Aber du kannst vielleicht mal ganz kurz zu Tanja gehen. Kannst ihr Zuspruch geben. Von Interessen schwärmen. Über neueste Spiele reden. Die kann ja weiter mal. Outfit zeigen. So. Genau, also. Sie ist weiter und unterhält sich gleichzeitig mit Tanja. Das ist doch super, oder? Das ist doch echt klasse, klasse, klasse. Upsala. Ja, ihr zwei Süßen. Das ist doch echt super. Aber du sollst weitermalen, Tanja. Ich glaube, du wirst ein bisschen abgelenkt jetzt gerade davon, oder? naja, gut. Wenn man mal das hier so betrachtet, aus dieser Perspektive, ist es schon echt krass, ne? Ja. Oh, in der Küche haben wir diese Dinger hier. Aber ich weiß gar nicht, ob das vielleicht aus der Küche war, was wir im Hausinventar gefunden hatten oder letztendlich hatten. Naja, gut. So, meine liebe Tanja. Bist du jetzt fertig? Mal doch mal bitte. 50% erledigt, okay. Yuki hat aufgeräumt und ich glaube, Yuki Soziales ist auch sehr gut hochgegangen. Dann darfst du mal gerade ins Bett gehen und schlafen gehen. So, die Candy, wie weit geht's ihr gut? Naja, okay. Wir müssen ja mit ihr auch immer noch diese Partys und so weiter veranstalten. Das wird auch nochmal lustig werden. Yuki hat beim Bestreben jetzt Programmierfähigkeit müssen wir noch ein bisschen ausbauen. Und sie soll Videospiele am Stück 2 Stunden konzentriert spielen. Das werden wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und das ist auch ein schönes abstraktes Bild. Schwarz, weiß, grau. Oh, und wir haben damit 201 Simoleons verdient. Oh, sie geht erstmal was essen. Wartet mal. Okay. Taco-Auflauf essen danach. Du kannst... Du könntest echt zuerst das Ding verkaufen und dann den Taco-Auflauf essen. Tanja, das ist doch kein Ding. Was macht sie jetzt? Hin und her und hin und her. Okay. Naja, gut. So, und mit Tanja würde ich jetzt gerne einfach mal ein bisschen verreisen. Ja, wo reisen wir denn hin mit dir, meine Liebe? Ich möchte das mit dir einfach mal jetzt gerade alleine machen. Urlaub nehmen. Nee, reisen. Reisen. Lade andere Sims ein. Achso, ich könnte sogar irgendjemanden mitnehmen. Nö, will ich aber jetzt gerade gar nicht. Ich will alleine. Und ich gucke mal, wo wir jetzt hinreisen mit ihr. Ah, könnten wir da einfach hinreisen und dahin gehen? Nein, ich möchte gerne mit ihr zum Pool Haus der Gezeiten gehen. Da fahren wir?
laufen wir jetzt einfach mal hin und schauen mal. Ja, das ist ein ziemlich großes Grundstück von oben gewesen. Okay, wir haben natürlich mitten in der Nacht. Da wird kaum einer drin sein, doch da ist irgendjemand. Anissa Wagner, die ist schon drin. So, ich gucke mich mal ganz kurz hier draußen ein bisschen um. Okay, wow, das sieht echt cool aus. Springbrunnen, kann ich da auch hinlaufen? Guck mal, da könnte ich sogar auch ein Gemälde weitermalen, wenn ich den Lust hätte. Okay, ich gehe aber jetzt erstmal rein. Genau, sie geht schon selbst rein. Und springt. Jo. Ein herrlicher großer Pool. Und los. Tanja, Tanja, spring vom Pool. Juhu, wow, cool. Das ist ja echt super. Also du kannst jetzt einfach mal runden schwimmen. Mach einfach mal. Das ist echt ein ganz großer, riesiger, oh, riesiges Schwimmbad. Hier hätten wir also eine Bar. Musik. Hier ist das eine. Nee. Ich dachte fast, das ist eine Tanzfläche. Ist es aber, glaube ich, nicht. Nein. Dann geht es nochmal eine Etage höher. Und was haben wir hier oben? Ach, hier oben haben wir so eine kleine Küche, sag ich mal. Wobei, man nur sowas in. Da kann ich auch gar nichts. Okay, ich kann nur Kaffee hier oben machen. Getränke zubereiten. Ich habe nämlich keinen Kühlschrank hier oben. Oder? Ach nee, das ist ein Schrank. Okay, in unserem schönen Schrank können wir natürlich Outfits ändern und anprobieren und solchen Sachen. Okay. Naja, und auf der Terrasse könnte man noch sitzen. Auch nicht schlecht. So, ich lasse sie jetzt auch nochmal weiter ihre Runden schwimmen. Ich gucke mir die Gegend einfach auch mal so an. Was wir denn noch so hier haben. Sieht so ein bisschen parkmäßig aus. Was ist das denn? Was ist das? Das ist jetzt eine Kugel in dieser Skulptur. Okay, ah, wow. Okay, von oben betrachtet natürlich. Cool. Wer ist das? Kim an Brandenburg. Okay, eine Brandenburg. Es sieht hier sehr, ja, sehr, sehr hübsch aus. Das ist anscheinend irgendwie wieder der Fluss, der um Windenburg herumgeht. So, okay. Da drüben, das ist das Fitnessstudio. Okay. Dann hier steht, also man kann hier überall Bilder malen. Das ist ja schon interessant. Was mir hier wirklich ein bisschen fehlt, muss ich gestehen, ist, dass ich nirgendwo Schätze ausgraben kann. Das muss oder soll ja Tanja machen. Das ist ja ihr Bestreben eigentlich. Noch nicht mal im Park oder so. Der ist zu aufgeräumt. Hm, okay. Ah, und da waren wir schon. Genau, da waren wir mit den Gartenzwergen doch schon. Ach, das ist gar nicht so weit weg. Hier hatten wir geangelt mit Tanja. Ach Gott, das ist ja wirklich nicht weit weg. Das ist ja direkt nebendran. Ach du meine Güte. Okay. Hier könnten wir theoretisch... gut, nein, ich will jetzt nicht den Park besuchen. Garten. Den Garten eben machen. So, wir haben hier 6 Uhr früh. Tanja ist... ja, fängt an müde zu werden. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mit Tanja direkt wieder nach Hause. Und dann geht es zu Hause weiter. So, komm schon. Es ist leider nicht sehr viel los hier gewesen, aber gut, mitten in der Nacht, naja, da ist wirklich nicht viel los. Es war noch nicht mal ein Angestellter hier eigentlich. Oh, halt, stopp. Es geht hier nach unten. Ich sehe gerade die Treppe. Nach unten. Okay, da sind Duschen und Umziehräume und Toiletten. Das war es auch schon. Mehr ist schon nicht. Ich dachte noch ein bisschen vielleicht Wellnessbereich oder so, aber nein. Gut, dann ab nach Hause, Tanja. Und ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye und wir sehen uns dann in einer nächsten Runde von Zeit für Freunde. Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.